Herzlich willkommen zur Astronight. Mein Name ist Romana Hasenöhrl, ich bin Astrologin und begleite die Good News Wochenschau seit Anbeginn astrologisch. Wir haben uns die vergangenen 6 Monate einmal quer durch den Tierkreis gekocht und nun ist es Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. In den kommenden Sendungen befasse ich mich mit der Thematik Vorurteile in der Astrologie, Vorurteile im Horoskop. Wir Astrologen betrachten ja das Horoskop eines Menschen, indem wir die Planeten in den Zeichen uns ansehen, in den Häusern und welche Verbindungen die Planeten untereinander haben. Und in der sogenannten banalen Astrologie, in der Zuckerbackerl-Astrologie, wie sie ich immer nenne, da betrachtet man nicht die verschiedenen Planeten, Häuser, Verbindungen, sondern nur den Stand der Sonne im jeweiligen Tierkreiszeichen, also das Sternzeichen. In der Astrologie schauen wir uns zu den verschiedenen Zeichen die Grundenergien an. Und wenn man jetzt nur die Sonne im Tierkreiszeichen ansieht, dann kommt man auf eine reine Energie praktisch, die kein Mensch so lebt. Und daher kommen auch die Vorurteile. Vorurteile in der Astrologie, die sich zum Beispiel hartnäckig halten, sind: alle Jungfrauen sind nörglerisch und sehr genau, kleine Beamte nachgerade. Alle Löwen sind Angeber und stehen nur auf Goldschmuck. Oder alle Skorpione, die riechen förmlich die verletzten Stellen ihres Gegenübers und stechen genau da noch einmal rein. Diese Vorurteile kommen aus den sogenannten Schattenseiten der Grundenergien. Und in der Astrologie sagen wir ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Kein Licht ohne Schatten. Das heißt, wir betrachten beide Dinge gleichermaßen, wir werten nicht. Wir schauen uns also in den kommenden Wochen und Monaten die beliebtesten Vorurteile zu den verschiedenen Zeichen an und ich werde euch dann auch an Beispielen erklären, warum man diese Vorurteile schlicht vergessen kann. Und wir beginnen in 2 Wochen mit dem Zeichen Widder und ich werde euch erzählen, warum nicht alle Widder rücksichtslos sind. Vorher gibt es aber noch die Good News Wochenschau mit Romy Siegel und die beliebten SEO-Tipps mit Sonja Schweighofer. Wir sehen uns dann in 2 Wochen und ich freue mich schon sehr auf euch. Bleibt dabei, bis bald!